Das wohl umstrittenste Bauprojekt in Oldenburg, die Schlosshöfe, steht kurz vor der Vollendung. Am 16. März ist es soweit. Das neue Einkaufszentrum in der Innenstadt wird eröffnet. Die Mitglieder des City Managements Oldenburg konnten dieser Woche schon einen ersten Blick ins Innere der Mall werfen. Dabei stellte die Center Managerin Katrin Landsmann auch die technischen Anlagen vor. Im Mittelpunkt stand aber die Gestaltung der Einkaufszone, die nur für die Schlosshöfe entworfen wurde. Damit soll der Nähe zum Oldenburger Schloss Rechnung getragen werden. Anders als in anderen Centern der Firma ECE wurde deshalb auch die Breite der Gänge auf 6,50 Meter reduziert, um den notwendigen Abstand zu den historischen Gebäuden einzuhalten. Also für unsere Shoppingcenter sehr schmal. Wenn Sie sich vorstellen, wir müssen, wenn wir zum Beispiel eine Aktion durchführen, pro Seite 2,50 Meter Fluchtweg lassen, also 5 Meter, wissen Sie, dass hier noch 1,50 Meter bleibt, um diesen bespielen zu können, ob es Pflanzinseln sind, Sitzbänke etc. In anderen Centern haben Sie häufig dort mindestens 4 Meter Aktionsbreite. Also so normal sind eher 9 Meter, 11 Meter als Gangbreite. Aber das ist natürlich, Sie wissen die Thematik, Abstand zum Schloss. Und das haben wir hier entsprechend halt durch die Verkleinerung der Ladenstraße auch erreichen können. Eine weitere Besonderheit ist die Kulturlounge mit Dachterrasse für Veranstaltungen. Über eine Treppe kann dieser Bereich auch außerhalb der Öffnungszeiten erreicht werden. Der Startschuss dafür fällt jedoch erst im Mai. Hundert Fachgeschäfte und gastronomische Betriebe werden in den kommenden zwei Wochen in die Schlosshöfe einziehen. Unter anderem sollen Modeartikel, Accessoires, Schuhe, Lebensmittel und mehr das bestehende Einzelangebot in Oldenburg ergänzen. Zum Auftakt wird das Einkaufszentrum morgens bereits um 8 Uhr geöffnet und erst um 22 Uhr geschlossen. Ansonsten wird es immer um 9.30 Uhr losgehen. Zum Abschluss der Eröffnungswoche findet zudem am 20. März in Oldenburg einer der verkaufsoffenen Sonntage statt. Genügend Zeit also für Freunde und Gegner des überdachten Einkaufs, die Schlosshöfe zu erleben.